Man wollte traditionell Appenzeller Strick eigentlich ins digitale Zeitalter überbringen. Hat man das geschafft? Wir haben natürlich den jetzt mindestens den Weg aufgetan und fast alles können lösen von dem wilden Holz, das wir im Engadin oben haben können übernehmen. Da müssen wir runtertrocknen und dann in eine Form bringen, dass es dann eben gerade ist und passt hat, Millimeter genau passt hat, dass nie irgendwo ein Fug offen geblieben ist. Das hat wunderbar funktioniert und wir sind jetzt heute, wir haben überhaupt keine Setzungen, keine Bewegungen, ist alles noch im Millimeterbereich von der Genauigkeit. Und das ist natürlich wunderbar, dass man heute so einen Strickbau machen kann. Das Haus hat ja eigentlich, grob gesagt, drei Schichten, oder? Aussen eine Lärchenschicht mit 16 cm Blockbau, dann 16 cm Isolation, das ist eine Holzfaser, die eingeblasen worden ist, und dann wieder 16 cm AFE, auch wieder Strickbau im Inneren. Und da ist natürlich jetzt einmal von der Energie her so, dass man so ein Haus kaum mehr heizen muss. Da hat so ein wahnsinniges Klima drinnen, also Wärme, Kälte, Austausch, der ist drinnen eben moderat, weil das Holz sehr viel Wärme speichert. Aber jetzt kommt etwas ganz anderes dazu. Der Geruch von der AFE, wenn man in das Haus reinkommt, dann spürt man sofort, da ist etwas anderes. Also da ist etwas, wo wir einfach wahnsinnig wollten. Ich glaube, da geht fast jedem, der in so ein Haus reinkommt. Zudem ist natürlich jetzt das Optisch ganz wichtig. Da hat es manchmal grosse Äste und hat natürlich viele Äste. Also ist ein ganz spezielles Bild. Also wir können da fast stundenlang nur an so eine Wand anschauen und kommt dann auch wieder gedanklich in eine Welt rein, die man vielleicht sonst nicht so erlebt, wenn man nicht in einem so einem speziellen Haus rein kann sehen. Ich sehe die Zukunft in der Vielfältigkeit vom Handwerk über maschinell bearbeiten, vielleicht auch über die ganze neue Planung, die mit der Digitalisierung mehr Möglichkeiten in die Finger bekommt. Also Quellen, die ja da entstehen, und das sind Skizzen und das sind Zeichnungen, oder? Und das sind natürlich auch Wünsche. Man will mit Holz etwas machen, das in den jungen Leuten reift. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir das dann können umsetzen können. Und ich sage ja immer, da, was die anderen können zeichnen, dann können wir bauen.